Ganz schön teuer. Ach ja, hier gab es ja Waffen. Dann auf Wiedersehen. Naja, nächste Mal. Hallo Buch? Hier. Mann. Jetzt wird die kleinste Tür ausgesucht. So. Auf zu Altair. Letztes Mal waren wir mit Altair ja schon 62. 62, liebe Freunde. 62. Mal schauen. Für kalte Mörder wie die Assassinen gibt es nur ein Gesetz. Das Gesetz Gottes. Entspricht seinem Willen. Alter. Die Assassinen und lasst sie seinen Zorn erfahren. Kann denn der hier drinnen? Friede sei mit euch, Mentor. Kann den mal jemand abstellen da oben? Mikro gekommen, sorry. Ja. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ladebildschirm, aber coole Rüstung. Gefällt mir sogar besser als eine Waffe, ganz ehrlich. Weil ist sowieso alles bloß ein Schwert oder ein Hammer. Gut, die haben ein bisschen andere Skills, aber ich muss mir schon mal eine neue Waffe kaufen. Aber ich sehe langsam aus wie Weihnachtsmann. Naja. Boah, Alter. Jetzt glaube ich, müsste es eigentlich. Ja, gut. Und wir sind Altair. Wir sind schon ein Engel. Wir sind schon aus dem Leben raus. Oh. Doch nicht. Es heißt, er schreie im Schlaf, rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Oh. Habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Weise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht. Weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht.
Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Ja, Klamotten kann man färben. Habe ich vor uns erst gemacht. Wurde gerade gesagt, dass man Klamotten färben kann. Der liebe Blue schreibt, wieso siehst du aus wie ein Weihnachtsmann? Hast du denn einen dicken Sack dabei? Ja, habe ich. Den sieht man noch nicht. So, Rückkehr des Mentors. Alter Ir ist nach 2 Jahren selbst auferlegten Exil. Warte mal. Alter Ir ist nach 2 Jahren selbst auferlegten Exil nach Mislav zurückgekehrt. Sammeln Sie Verbündete und eliminieren Sie Abbas. Niemanden außer Abbas und seinen Hauptmännern töten. Ja. Ding Säg. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Für wahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Aber es hört man natürlich ohne. Okay, dann werde ich mal versuchen. Ach, der alte Mann kann nicht rennen, ich glaub's nicht. Kann ich denn überhaupt noch hier? Das ist ja cool, der kann ja nichts mehr. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Aber cool. Cool. Den nächsten Hauptmann töten. Alter, warum rennt der jetzt weg? Ach man, jetzt rennt der weg. Was war das? Mentor! Willkommen. Still! Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Alter, guck mich an, ich hab kein Geld. Was? Cool. Na dann, wollen wir den mal. In die Länder, Tatargreis. Tritt zurück oder stirb. Folgt mir nach zur Burg. Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Okay, diese Mission zieht sich hin, weil er so ein alter Mann ist und nicht richtig gelaufen kann.
Entschuldigung, ich wollte nicht dich überfordern, lieber alter Ion. Brauchst du es etwa schriftlich? Tod! Cool! Alter hier, zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Ja. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Abbas aufspüren und eliminieren. Ach, jetzt Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Cool. Irgendwie ist das cool. Ich renne hier durch wie ein King. Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Unser Mentor ist zurück! Der Mentor! Abbas! Ich kämpfe für euch. Für den Orden. Mentor. Alter, hier. Willkommen zurück, Mentor. Alter. Ganz ruhig bleiben, mein Freund. Alter, hier. Betrüger, Herr Hecker. Es ist mir eine Ehre, Mentor. Alter, du sollst doch. Hände über euch! Altair! Still! Cool. Gemeinsam zum Sieg, Mentor! Yay! Gemeinsam! Gemeinsam, einsam! Cool! Irgendwie cool, wie die auf einmal doch alle zugehalten und so. Mentor. Bis auf einige kleine. Befehlt euren Männern den Rückzug! Nein! Ich verteidige Masyaf. Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen. Und alles Erreichte verloren. Alles. Einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr? Ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt. Von Leben und Tod. Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Yay. Ich kann euch niemals vergeben, Alter, ihr. All die Lügen über meine Familie. Meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war 10 Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Yo.
100% Synchronisation. Aber ich muss sagen, das war jetzt nicht gerade unbedingt schwer, die 100% Synchronisation. Oh. Der wollte halt auch mal was sagen. Aber cool, wieder so alter Ior so da und als nächstes fahr ich im Rollstuhl. Da fahr ich dann die anderen Assassinen alle um. Roms. Was haben sie jetzt wieder? Versuchen sie jetzt wieder bei den Templer festzuhalten. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Okay. Cool. Trotzdem ist es jetzt mal wieder an der Zeit, Schluss zu machen. Denn wir haben jetzt schon ganz doll spät und noch ist mir im Hinterkopf mal nach dem Sound zu schauen. Vielleicht kann ich das jetzt noch fix erledigen. Oder halt so gut wie es mir möglich ist, das irgendwie rauszufinden. Und ja. Was denn jetzt schon wieder? Leute. Was macht ihr denn? Warum macht ihr das? Der hat eine Axt. So. Hat er was einstecken, Tolles? Oh, eine Todesschwadron! Wache! Du verdienst es, deinem Opfer in den Tod zu folgen, Elender! Was hast du gesagt? Du spinnst wohl. So, liebe Freunde. Hi, Larnet. Noch einer. Wir leben in dunklen Zeiten. Yay. Leben wir. Wir leben trotzdem weiter. Und weiter. Weiter und weiter. So. Nein, du hast mich nicht gesehen. Hast du nicht. So viel zum Thema, wir wollen jetzt mal aufhören. Aber ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust, noch eine Mission anzufangen, bin ich ganz ehrlich. Das heißt, Lust habe ich schon, aber dann geht die wieder so ewig und. Es ist schon ziemlich spät. Was für ein Athlet. Cool, ne? Ach. Nö. Gut. Ich komme wieder nicht zum Ende hier. Was war denn das da? Für ein Zeichen. Was habe ich hier? Ein bisschen alt für einen Gaukler, nicht? Was sind das Zeichen? Datura, Bruder. Untersuchen, Kreis drücken. 1200. Warum habe ich diese verfickten Scheiß 1200 denn nicht? Gut, ich werde jetzt einfach mal mit dem Bütchen nochmal rüberfahren. Dann müsste es ja eigentlich nochmal saven. Jetzt kriege ich 1200 und helfe ich nochmal zurück. Nein, kriege ich nicht.
Natürlich. Ja, bitte. So. Hier haben wir Hier haben wir ja schon wieder bei einer Mission sind wir schon wieder. Oh, Alter. Gerade ich darf überlegen, ob ich das. Ach. Komm, scheiß drauf. Eine Mission machen wir noch. Sayin Auditore. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Segel setzen. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen und die Janitscharen wollen Ezios Tod. Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Niemand mit Klingen töten. Bene, ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf wartet. Un favore. Ja. Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Okay. Yusufs Bombe am Sockel des der großen Sperrkette anbringen. Hm. Okay, ich soll hier keinen mit Klingen töten. Auch lustig. Geht doch. Geht doch. Jetzt. Okay, dann. Noch so ein Söldner. Halt! Ja, komm. Hey! Dafür wirst du sterben. Wie soll ich den. Warte mal, da muss ich erstmal. Den da. Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, die 100% Synchronisation. Tote sehen. Oh. Komm. Au! Drecksack. Zack. Fuß, Kopf, Nase, Bein. Oh, der hat selber. Du feiges Schwein, du. Und ja, ja. Dafür wirst du sterben. Zack. Komm. Ach, nicht schießen. Autsch, ey. Hallo? Cool, ich habe keine Dingens mehr. Cool, keine Energie mehr zum Aufladen.
sozusagen jetzt wirklich Ende Gelände, meine Freunde. Na komm, dich mach ich so fertig. Zack. Scheißtrupp, Alter. Mächtiges Bataboom. Was passiert jetzt? Wieso komme ich so nicht gegen an? Aber ich habe auch ziemlich. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Griechisches Feuer. Was? Flotte versenken. Ach so, ja. Oh, okay. Ja, klar, wieso auch nicht? In the ring of fire, in the ring of fire. Bum, 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 bum. Irgendwie fällt mir das nicht gerade so ein. 5 von 7. Da drüben ist aber eins. Sechs von 7? Jetzt? 7 von 7. Cool. So, und jetzt? Was ist da hier? Da muss ich nicht lang und darüber und. Ich hab keine Ahnung. Alter, wo will ich hin? Oh. Alter, lauf einfach mit Stängel da lang. Rüber, Ruhe, Alter. Wow, ich lauf da einfach jetzt mal dahin, weil keine Ahnung. Alter, Alter. Wo musst du denn hin? Überhaupt. Hoch hier. Hoch. Hör auf. Stammbasta? Er darf das Schiff nicht erreichen. Nee, nee. Das würde ich so gerne sehen. Mich. Ich verliere ihn. Hoch. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie. Verzeiht die Verspätung. Mächtiges Badaboom. Ja. Da haben wir mal... ordentlich stumm gemacht, meine lieben Freunde. Aber mal so richtig auf den Putz hier hauen, Leutchens. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist.
Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill, du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Okay. Lalala, lalala, lalala. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust. Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. So, dann sind wir wieder. Geht es dir gut? Klar, ja, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand, irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Na super. Okay, ja, dann wäre es ja auf Deutsch gesagt. Ja, komm, aber noch eine Mission machen wir jetzt lieber nicht. Wollen wir hier rumspeigen. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Alter, nochmal. Ne, nicht nochmal. Hä? Warum macht das das? Aha. 50 Eier. Ach so, Dalle. What the fuck? Ich habe auch keinen Bock da reinzugehen und dann. Ist das dann einfach bloß wieder zurück? Ja, nee, ich gehe da nicht rein. Nee. Okay. Würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder und bis dahin erstmal Tschüssi und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.